Entschuldigung. Das macht doch nichts. Was ist? Oh, nichts. Entschuldigung. Okay. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Ich habe einen neuen Fortnite-Skin, den musst du sehen. Später, ja. Ich muss erstmal was essen. Okay, aber beeil dich. Ich hätte nicht gedacht, dass durch so etwas so viel Chaos entsteht. Ich sag mal so, wenn gewisse Politiker die Situation etwas früher viel ernster eingestuft hätten, dann wäre dieses Chaos gar nicht erst entstanden. Die wussten im Januar noch nicht, welche Maßnahmen sie international treffen sollten. Was meinst du, Lukas? Ich bin heute mit einem Mädchen zusammengerempelt, aus Versehen. Und ich finde sie wunderschön. Und ich glaube, ich kenne sie auch irgendwoher. Das ist ja schön. Aber das beantwortet meine Frage nicht. Wir haben uns doch gerade über was anderes unterhalten. Hast du mir nicht zugehört? Ich denke, Lukas wollte über das erzählen, was ihnen heute in der Schule passiert ist. Es gibt aktuell Wichtigeres als irgendein Ereignis in der Schule. Sandra, wieso bist du immer so destruktiv? Gib mir doch mal die Chance, etwas zu erzählen, was ihnen am Herzen liegt. Ich habe ihn davor etwas gefragt. Da kann er nicht einfach so mit etwas Neuem anfangen. Solche Tricks funktionieren bei mir nicht. So. Los, ab in die Federn. Du siehst traurig aus. Irgendwie bin ich das auch. Und warum? Ach, Jonas. Ist nicht so schlimm. Schon okay. Wollen wir zocken? Als Aufmunterung. Ach Jonas, du sollst jetzt schlafen. Gute Nacht, kleiner Bruder. Schlaf gut, träum was Schönes. Gute Nacht. Gute Nacht. Hab dich lieb. Sind wir nicht letztens zusammengestoßen? Stimmt. Ich bin der, mit dem du letztens zusammengerempelt bist. Warte mal. Sind wir nicht im selben Mathekurs? Lukas, oder? Scheint ja interessant zu sein. Zeig doch mal her. Die Matheaufgabe von letzter Woche. Brauchst du da Hilfe? Ich bekomme das schon hin. Lass mich doch mal drauf schauen. Ich muss los. Ich habe noch einen Termin. Okay. Du hast dein Mathebuch vergessen. Lukas, mein Freund, du musst wirklich anfangen, offener zu werden. Wenn du ihr keine Chance ermöglichst, fürchte ich, wird sie sich von dir abwenden. Ich sehe das genauso. Und ich denke, du musst über deinen eigenen Schatten springen. Nur so kannst du bei Frauen landen. Ich weiß nicht, wie ich mich in ihrer Gegenwart verhalten soll. Und mir fällt kein Gesprächsthema ein. Komm, Lukas, lass mal ein bisschen boxen jetzt. Komm. Mein Freund, dieser Boxsack ist deine Angst.
Und mit jedem Schlag, mit jeder Bewegung bekämpfst du diese Angst. Weißt du, das erinnert mich an damals, als ich das erste Mal selber verliebt war. Aber ich wusste damals, wenn ich sie nicht verlieren und jemals wiedersehen will, dann muss ich mich selber genauso akzeptieren, wie ich bin. Und seitdem mache ich mir nicht mehr so einen Kopf um die Dinge. Deine Einstellung ist alles. Es kann Kette und Befreiung zugleich sein. Wie du an die Dinge herangehst, entscheidet auch, wie sie für dich enden werden. Magst du sie denn? Ich mag ihr Aussehen. Angefangen bei ihren Haaren und ihrem wunderschönen Lächeln. Und ich mag, wie sie geht. Oh, da scheint wohl jemand Schmetterlinge im Bauch zu haben. Schmetterlinge? Wieso sollte ich Schmetterlinge im Bauch haben? Ich esse keine Schmetterlinge. Pah! Nein, damit meine ich, dass du in sie verliebt bist. Schau mal, Lukas. Bei Frauen musst du immer zielsicher sein. Sie wollen überrascht werden und sie wollen Männer, die sich was einfallen lassen. Denn das zeigt, dass sie nicht nur eine einmalige Sache für sie sind. Eine einmalige Sache? Kein Mensch möchte benutzt werden. Sei dir sicher, was du möchtest und dann mach den ersten Move. Führ sie aus, bring sie zum Lachen und zeig ihr, dass sich deine ganze Welt nur um sie dreht. Aber lass dich bitte nicht umgekehrt von ihr ausnutzen. Stopp, wartet mal kurz. Wie soll ich das machen? Vertrauen in dich selbst. Und wie? Na, was kannst du denn am besten? Briefmarken sammeln? Naja, abgesehen davon. Lukas, du musst etwas finden, was dich selbstlos macht. Wie das Training hier. Ach so. Und wenn sie dir wirklich was bedeutet, dann zeig ihr das auch. Ansonsten geht dir die Chance. Okay. Total merkwürdig. Was findest du nur an dem Typen? Ich finde ihn irgendwie süß. Klar, er hat seine Eigenarten, aber genau die machen ihn sympathisch. Und wenn er eine Behinderung hat? Als ob. Was machst du dann? Selbst wenn. Dann würde ich ihn doch nicht dafür verurteilen. Deine Einstellung ist alles. Es kann Kette und Befreiung zugleich sein. Wie du an die Dinge herangehst, entscheidet auch, wie sie für dich enden werden. Entschuldigt mich bitte. Kann ich mich setzen? Klar. Immer noch bei den Hausaufgaben dabei? Natürlich. Ich liebe Hausaufgaben. Cool. Kannst du dann auch meine machen? Das war sarkastisch gemeint. Ach so. Ja, ich tue mich mit Sarkasmus etwas schwer. Entschuldige. Nicht so schlimm. Ich muss dann auch mal los. Ich gebe noch Nachhilfe. Hättest du mal Lust, mit mir was essen zu gehen? Ich bin zurzeit schwer beschäftigt. Sorry. Na, wenn sie dir wirklich was bedeutet, dann zeig ihr das auch. Dann könnten wir ja vielleicht direkt mal nach dem Unterricht was essen gehen. Ja, wieso nicht? Okay, cool. Wie passt es dir morgen? Ich muss mal gucken. Vielleicht. Okay. Wir sehen uns ja dann morgen in der Schule. Hey, was geht? Jo, alles gut.
Also ab ins Bett. Oh, nee, für dich ist jetzt Schlafenszeit. Ich will nämlich jetzt gleich meinen Briefmarken sortieren. So. Los, ab ins Bett. Los. Los. Deine Haare sind kürzer als sonst. Oh, das ist dir aufgefallen? Und du trägst eine Kette. Gut erkannt. Versuch Smalltalk mit ihr zu führen, wenn dir nichts anderes einfällt. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke. Ich habe mal gelesen, dass Menschen meist zum Handy greifen, wenn sie sich gelangweilt fühlen. Nein, nein, schon gut. Ich musste nur kurz auf das abchecken. Also, was machst du so? Ja, also ich stehe jeden Morgen um 6.25 Uhr auf, ziehe meine Pantoffeln an und gehe dann in unser Bad, um mir die Zähne zu putzen. Halt nein, ich meine, was machst du so in deiner Freizeit? Was sind deine Interessen? Ach so, ich mag Briefmarken. Ich sammle sie gerne. Das ist cool. Machst du Sport? Ja, ich bin seit einiger Zeit in einem Studio angemeldet und gehe da sehr regelmäßig trainieren. Nicht so wie andere Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge zahlen und dann nicht trainieren gehen. Und das sogar für Monate. Kennst du Post Malone? Also sein neues Album ist echt der Hammer. Und seine Musikvideos sind wirklich erste Klasse. Und seine Tattoos. Außerdem spielt er jetzt in einem Hollywood-Film mit. Ich mag Musik nicht so. Ich finde Briefmarken aufkleben interessanter. Kann es sein, dass du auf mich stehst? Was? Ich meine, bist du in mich verliebt? Ja. Du bist süß. Das hast du gesagt? Und was ist danach passiert? Wir sind gegangen. Und wie seid ihr verblieben? Sie möchte, dass wir uns das nächste Mal bei ihr treffen. Hey Bro, das klingt ja super. Ha? Ha? Aber das bedeutet ja, dass du auf ihre Eltern treffen wirst. Denkst du, kriegst das hin? Stets höflich sein, aufmerksam zuhören und nicht zu holprig das Gesprächsthema wechseln? Das klingt doch schon mal ganz gut. Lukas, guck den Leuten immer in die Augen. Wieso? Ich mag anschauen nicht. Ich fühle mich dabei so nackt. Aber wenn du den Leuten nicht in die Augen schaust, dann wirkt das total unpersönlich. Das wirkt, als wärst du gar nicht anwesend. Also versuch, mehr Eigeninitiative zu zeigen und ihre Signale richtig zu deuten. Problematisch. Ich kann ja weder Sarkasmus noch Ironie richtig deuten. Das ist eben so. So bist du nun mal. Auch andere Menschen müssen dich so akzeptieren, wie du bist. Du musst nur versuchen, stets das Beste aus der Situation zu machen. Okay. Das werde ich. Möge das Glück mit dir sein, ne? Du kriegst das hin. Hey, schön, dich zu sehen. Hi. Danke. Komm doch rein. Essen wir gleich mit deinen Eltern? Ja, also mit meinem Vater. Ich habe ihm schon einiges erzählt über dich und er ist sehr neugierig darauf, dich kennenzulernen. Erzählt? Was denn so? Keine Sorge, nur Gutes. Und was? Das würdest du jetzt wohl gerne wissen, was? Der Tisch ist gedeckt. Also Lukas, schön, dass Sie da sind. Erzählen Sie doch mal gerne etwas über sich. Was machen Sie so? Ich sammle gerne Briefmarken. Ich mag besonders die Motive aus den 50er Jahren und dabei besonders die skandinavischen, weil die so schöne Landschaften abziehen. Außerdem ist Lukas in einem Fitnessstudio angemeldet. Schatz, lass mal bitte weiterreden.
Okay, und was möchten Sie später noch machen? Ich möchte später auf einem Postamt arbeiten. Ich mag die Arbeit dort und die Ruhe gefällt mir auch. Und ich kann da vor allen Dingen einen geregelten Tagesablauf haben. Das ist mir sehr wichtig. Klingt gut. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Okay? Tut mir leid, wenn ich ihn enttäuscht habe. Ich hab dir nicht alles über mich erzählt. Was hast du nicht erzählt? Ich bin Asperger-Autist. Asperger? Was ist das denn? Ich habe einige Merkmale. Ich fühle mich unter Menschen unwohl. Ich habe bestimmte Spezialinteressen. Und mir fällt es schwer, sich für Dinge von anderen zu begeistern. Außerdem brauche ich einen geregelten Tagesablauf. Und ich hasse Blickkontakt. Ich denke, ich kann damit umgehen. Und wie? Ich kann es ja selbst nicht mal richtig. Vielleicht sollten wir das nicht mehr so weitermachen. Okay. Das überfordert mich jetzt ein bisschen. Ja wohl schon wieder jedes Mittel recht, um seinen Wahlkampf zu gewinnen, oder? Nun, ich hatte nie gedacht, dass durch sowas so ein Chaos entsteht. Ja, aber das ist doch völlig klar, was da abgeht. Der steckt doch mit diesem Putin unter einer Decke. Und merkt nicht mal, dass Putin ihn in der Hand hat. Was sagst du dazu, Lukas? Lukas, du musst dich weiterentwickeln. Lass dich nicht zu sehr herumschubsen. Lukas! Du bist okay, so wie du bist. Lukas! Ja, was ist? Sag doch auch mal was dazu. Nein, danke. Kein Interesse. Wie kein Interesse? Hast du schon wieder bei uns nicht zugehört? Nein, habe ich nicht. Meine Gedanken drehen sich gerade um Wichtigeres. Um was denn? Um ein Mädchen, in das ich mich verliebt habe. Ihr Name ist Julia. Ich habe euch doch letztens von ihr erzählt. Ist ja schön und gut, aber willst du nicht mal zu unseren Themen was beitragen? Nein, keine Lust. Wieso wollt ihr mich eigentlich ändern? Lukas, niemand will dich ändern. Ihr schon? Nein. Lukas, wo ist dein Problem? Ich bin total verliebt in ein Mädchen, welches mich so akzeptiert, wie ich bin. Und bei dem ich mich weiterentwickeln kann, wie ich es will. Und das ist eine Sache, die ich schon hätte lange tun sollen. Nur hier zu Hause habe ich nie den Raum dafür bekommen. Wir meinen das nicht böse. Fass mich nicht! Wir wollen nur, dass du dich weiterentwickelst, einen Anschluss findest. Und wir wollen auch etwas haben, wodurch wir mit dir eine Verbindung aufbauen können. Ich kann mich für eure Themen einfach nicht begeistern. Sie interessieren mich halt einfach nicht. Da hast du schon recht, Lukas. Aber es ist halt manchmal schwer für uns, dich zu akzeptieren, weil du anders bist als wir. Nun, was willst du jetzt machen? Es gibt etwas, was ich tun muss. Was meinst du? Ich muss gehen. Tut mir leid.
Ich liebe dich, Julia. Ich liebe dich auch. Ich habe gelernt, dass ich aufhören muss, mich zu verstellen. Und ich mich so akzeptieren muss, wie ich bin. Ich mag dich so, wie du bist. Das war die ganze Zeit schon so. Für mich musst du dich nicht ändern.